Guten Morgen. Wann ist ein Mensch ein guter Mensch? Manche Philosophen würden es so formulieren. Ein guter Mensch ist derjenige, der moralisch gut lebt. Also, wer sich an die Gesetze hält und das, was so in der Gesellschaft als gut anerkannt ist, der ist ein guter Mensch. Im Umkehrschluss ist also jemand, der ein Verbrecher ist, ein Räuber, ein Ehebrecher, ein Mörder. Das ist ein schlechter Mensch. Und es sind die guten Menschen, die in den Himmel kommen, oder? Als Jesus am Kreuz von Golgatha hing, da waren zwei solche schlechten Menschen neben ihm ebenfalls gekreuzigt. Und da war dieser eine Verbrecher, der sprach zu Jesus nur Folgendes kurz vor seinem Tod. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus erwidert, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Moment mal, ist da gerade ein schlechter Mensch in den Himmel gekommen? Dieser Mann war ein Verbrecher und er gibt selbst zu, dass er dort zurechthängt und er hatte keine Möglichkeit, seine schlechten Taten irgendwie wieder gut zu machen. Warum verspricht Jesus ihm den Himmel? Widerspricht das nicht unserem ganzen Verständnis von gerecht und ungerecht? In Lukas 18 finden wir ein Gleichnis, das unser Verständnis von gut und schlecht, von gerecht und ungerecht und auch davon, wer in den Himmel kommt, auf den Kopf stellt. Da geht es um einen Pharisäer und um einen Zöllner. Nach den Maßstäben unserer Welt könnte man auch sagen, ein guter Mensch und ein schlechter Mensch. Der eine achtete penibel darauf, alle Gebote und Gesetze zu befolgen, alles richtig zu machen. Und der andere lebte eindeutig moralisch nicht in Ordnung. Beide gingen in einen Tempel, um zu beten. Aber wie sie beteten, könnte nicht unterschiedlicher sein. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin, ja, mit breiter Brust und dankte laut Gott, dass er ja so ein guter Mensch ist und so viel besser als all diese Verbrecher wie dieser Zöllner, den er da an der Seite des Tempels sieht. Er hält sich selbst für ziemlich gut, wegen all dem Guten, was er ja auch tut. Ganz anders der Zöllner. Er steht irgendwo am Rand, an der Seite. Er traut sich noch nicht einmal nach oben zu schauen. Er schlägt sich auf die Brust und sagt einfach nur, Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Wir finden das in Lukas Kapitel 18, Vers 13. Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Wer von beiden ist gerecht? Vers 14 gibt uns eine Antwort. Dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer. Der Pharisäer, der eigentlich so gute Mensch, ist vor Gott ungerecht. Der Zöllner, der Sünder, geht gerechtfertigt nach Hause. Was hat der Pharisäer falsch gemacht? Sein Problem war nicht, dass er sich an all diese Gebote gehalten hat. Sein Problem war das, was in Vers 9 deutlich wird. Er vertraute sich selbst, dass er wegen seines Lebens gerecht vor Gott ist. Und er verfällt damit einem fatalen Trugschluss. Der Zöllner hingegen tat genau das Gegenteil. Er kam zu Gott in völliger Demut, mit leeren Händen und bekannte vor Gott, dass er ein Sünder ist. Er war sich dessen bewusst. Mehr hat er nicht zu bieten als die Wahrheit. Aber mehr brauchte er auch nicht. Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Dieses ehrlich gemeinte Gebet brachte ihm Rechtfertigung vor Gott und damit Rettung. Die Frage, die ich dir heute gerne mitgeben möchte, lautet, worauf baust du eigentlich deine Rettung und dein Seelenheil? Vertraust du dir und deinen guten Lebensstil, dass du ein guter Mensch bist? Vielleicht hältst du dich für einen guten Menschen, bist religiös, sozial engagiert, bist kein Verbrecher wie manch einer, von dem man aus irgendwelchen Zeitschriften liest und in den Nachrichten. Und du machst vielleicht auch daran fest, dass du sicher in den Himmel kommst, weil du bist ja so viel, lebst ja ein wirklich gutes Leben, sag ich mal. Vielleicht schaust du auf andere, schlechtere Menschen, vergleichst dich mit ihnen und denkst dir, ich gehöre zu den Guten. Du lebst vielleicht sogar im Einklang mit den Geboten und Regeln, die es so in eurer Kirche oder Gemeinde gibt und denkst dir, naja, solange ich in dieses Schema reinpasse, bin ich doch bestimmt gerecht vor Gott, oder? Sei vorsichtig, dass du nicht auf die gleiche Lüge reinfällst wie der Pharisäer. Wir Menschen sind alle, allesamt nach dem Maßstab Gottes, verlorene Sünder. Wenn wir einfach nur auf das schauen, was wir leisten können mit unserem Leben,
haben wir nichts zu bieten, was uns Rechtfertigung vor Gott bringen würde. Rein gar nichts. Das Einzige, was dich gerecht vor Gott machen kann, hat nichts mit deinem Leben und nichts mit deiner Leistung zu tun, sondern ausschließlich mit dem, was Christus am Kreuz von Golgatha für dich vollbracht hat. Römer 10, Vers 4, da heißt es, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, an ihn Christus, der ist gerecht. Und deshalb tat der Zöllner das einzig Richtige in diesem Gleichnis. Das Einzige, was ihm Rettung bringen kann. Zwei Dinge. Erstens, er bekennt vor Gott, dass er ein schuldiger Sünder ist. Zweitens, er bittet Gott um Gnade, um Rettung. Und dazu will ich dich ermutigen, wenn du bisher dachtest, dass du aus deiner eigenen Kraft gerecht und vor Gott gut sein musst. Bekenne einfach deine Schuld vor ihm. Erkenne, wer du bist vor ihm und bitte ihn um Gnade. Ja, zum Christsein gehört natürlich auch ein gewisser Lebensstil. Das will ich hier nicht unterschlagen. Aber dieser Lebenswandel, dieser Lebensstil ist die Folge des Christseins und nicht die Bedingung für das Christsein. Es gibt noch eine weitere wichtige Botschaft, die Jesus uns hier mitgeben möchte mit dem Gleichnis. Schau niemals herab auf andere. Denk niemals, dass du besser oder gerechter bist als ein anderer. Wage es nicht, andere zu verachten, die vielleicht in Sünde gefallen sind oder noch Sünder sind. Wage es nicht, dich selbst zu erhöhen und auf eine höhere Stufe zu stellen, nur weil andere vielleicht mit gewissen Dingen Probleme haben, vielleicht andere Dinge noch nicht so richtig verstanden haben, nicht so weit sind wie du. Wage es nicht, dich selbst zu erhöhen. Denn Vers 14 sagt uns sehr deutlich, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Erniedrige dich selbst vor Gott und Menschen. Dann wird dich Gott erhöhen. Dann wirst du gerechtfertigt vor dem Herrn stehen können in Ewigkeit. Baue deine Rettung einzig und allein auf die Gnade Jesu Christi. Und du wirst nicht nur Heil haben, sondern auch Heilsgewissheit. Mit diesen Gedanken wünsche ich euch einen gesegneten Tag.